Nicht mehr ist zu sagen über den Menschen als dies. Dass er stets in Gefahr ist, hängend am Seil des Vergangenen. Vor sich die Fallen der Zukunft. Frau Aberger. Schon da mit dem Kaffee, Herr Doktor. Kaffee? Wieso Kaffee? Ich habe mir gedacht, es ist schon spät und Sie werden müde sein von der Fahrerei und Kaffee hilft immer nicht. Aber nicht noch 3 Tage Pressomatik-Filialen in Adnan Buchheim und in St. Valentin. Da wird's einem ja sauer im Morgen. Vielleicht sollte ich Ihnen den Kräutertee vom Herrn Magister machen. Der ist auch gut gegen Müdigkeit. Vom Liguster oder bei der Liguster? Bitte legen Sie das ab. Der Chef ist ganz begeistert von dem Kräutertee. Das Erste, was ihm wirklich gegen den Ulkus hilft, sagt er. Er hat das Rezept aus dem tiefsten Waldviertel, der Herr Magister Liguster. Von dort, wo man noch um die Geheimnisse Bescheid weiß. Direkt zum Raunen auch. Aber dem Chef hilft's. Er schluckt nur mehr die Hälfte von den Pulvern und die gelben gar nicht mehr. Und nur zu Haus. Nur jetzt. Nur in dieser Sekunde. Gewaltig ist das Schicksal des Menschen. Eigentlich wollte ich die Akten da nur deponieren. Ich sollte in die Riemergassen morgen in der Früh. Aber der Chef jetzt wissen wollen. Wo ist er denn überhaupt? In Milstadt, wenn er nicht noch in Klagenfurt ist. Und der Herr Magister ist in Unterleiten, sogar schon in Wien. Ach ja, die Pressomatik ist eine weit verzweigte Firma. Sehr weit verzweigt sind wir. Der Merian? Der ist noch unterwegs, Innsbruck und Kitzbühel, glaube ich. Hat auch schon zu Hause. Der hat uns da was einbracht, der Liguster. Aber unser Bankkonto hat noch nie so gut ausgeschaut. Aber dafür ist die ganze Gemütlichkeit futsch. Gehen Sie, machen Sie mal halt so einen Waldviertler Wundertee. Ja? Bitte. Aber dass die richtigen Zaubersprüche dazu raunen, ja? Frau Haberger? Ja, bitte? Die Blumen da, die den ganzen Schreibtisch verstehen. Wo kommen denn die Blumen her? Sind schön, gell? Die sind... Ich auch vom Liguster, stimmt's? Er meint halt, sie heitern auf. Das Scherzbold. Blumen in einer Steuerberatungskanzlei. Was haben Sie denn da heute an? Ja, den Frühlingskleid. Oh, 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 oh. Und offenbar haben Sie auch einem Friseur das Geld in den Rachen geworfen. Ja. Gehe ich da fehl in der Annahme, dass auch hier die magischen Kräfte des Kollegen Liguster wirksam waren? Soll ich Ihnen was sagen? In einem Schönheitssalon war ich auch. Und vielleicht gehe ich mich künstlich abbrennen lassen auch noch. Abbrennen? Höhensonne. Wo soll das alles noch enden? Um die Zeit war ich sonst schon im Bett. Hallo, ist wer da?
Ja, ich. Ah, servus. Servus. Na, wie war der Tag? Ganz gut soweit. Uns hat eine solide Firma. Na, heute. Heute war es ein bisschen lang und anstrengend. Aha. Wieso bist du schon im Pyjama? Ist doch gar nicht so spät. Soll ich da was zu essen machen? Na, du, ich glaube nicht. Also, wenn man die ganze Nacht im Zug war und dann den ganzen Vormittag unterwegs. Ach so, ja. Graz, Leoben. Na, Innsbruck, Kufstein, Kitzbühel ist eh nicht mehr ausgegangen. Und dann wieder 6 Stunden im Zug zurück. Weißt du, ich möchte eigentlich am liebsten gleich schlafen gehen. Was so arg? Aber wo? Der Ligusta hat alles so grandios vorbereitet, dass die eigentliche Arbeit direkt ein Vergnügen war. Weißt du, es ist schon schön, wenn sie was tut. Wenn es so richtig aufwärts geht. Grandioser Bursch. Ja, das sagen alle. Sogar die Kinder. Und die sind sonst so kritisch. Überall aber, in den Mauern, überall aber im Gemäuer und im Holz, im Keller, auf Dächern, überall aber lauert gegen, überall aber wartet gegenteilig Gefahr. Die Paradeiser haben den Mehl da. Aber ich habe gleich der Frau Schindler gesagt, dass das kein Platz dafür ist. Aber sie natürlich, sie glaubt, weil sie eine Grüne ist, das geht überall auf biologisch oder so. Was machen sie denn da? Sie sehen ja, ich schreibe. Was? Halt so. Ein Gedicht, was? Was Ähnliches. Druckt das wer? Bitte? Ob das wer druckt? Wahrscheinlich nicht. Ja, warum schreiben sie es dann? Ja, es ist mir halt so eingefallen. Also, wenn jeder aufschreiben tät, was ihm gerade so einfällt, da fällt mir gerade ein, was machen Sie denn jetzt nach der Matura? Das Bundesheer, Frau Löffler. Ah. Damit ich ein bisschen Ordnung kriege, wissen Sie? Na ja, hoffentlich ist es wahr. Das ist auch nicht mehr dasselbe, wie es einmal war, das Militär, höre ich. Und ein bisschen Ordnung, das tät Ihnen gar nicht schaden. Der Abend über den Gipfeln täuscht uns. Unter den Wipfeln, im Dunkeln, da regt sich's. Da knistert's und knackt's und da wispert's und packt sich. Und ein anderes Leben beginnt. Wann kommt denn der Herr wieder, der immer zum Freund Claudia kommt? Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Na, der Schmalpick, der mit der gespitzten Nase. Kenn ich nicht. Aber ja, er kommt immer so in einem Trainingsanzug. Ach so, den meinen Sie. Was ist mit dem? Na, der ist unheimlich gescheit. Also, der ist mir direkt unheimlich, der Mensch. Sie meinen den Liguster? Ich weiß nicht, wie er heißt, aber jedenfalls hat er mir erzählt, dass er sogar in Alaska den Paradeiser beim Wachsen zugehört hat. Ja, ja, das ist er. Ja, vielleicht, dass ich ihn fragen, was man gegen den Mehltau machen kann, wenn er wieder kommt. Ja, ist recht. Überall aber, in Gemäuer und Holz, im Keller auf Dächern, überall aber wartet gegenteilig Gefahr. Und du siehst nicht die Ratten im Keller, den Wurm nicht im Holz und weißt nicht, wer auf geräuschloser Sohle und lautlosem Fuß
unter dem Fenster vorbeigeht. Der Liguste. Herein! Ah, Heini, servus. Servus? Störe ich dich? Nein, nein, du störst mich nicht. Du hast mich noch nie gestört. Setz dich. Was magst du denn? Nichts. Ich schaue in die Luft. Das gibt's ja gar nicht bei dir. Naja, ich denk halt nach. Worüber? Weißt du, als die Matura noch war, das war eine große Ablenkung für mich. Ich will nicht gerade sagen, dass ich mich mit Mathematik und Latein betäubt habe, aber irgendwie war es doch ganz gut für mich. Jetzt muss ich mir halt überlegen, wie es weitergehen soll, was ich machen werde und so. Ich verstehe. Ja, aber es läuft die nächste Form gewissermaßen. Ich wollte dich übrigens was fragen. Na, was? Ist er nicht gut? Wieso? Ja, du schaust so anstrengend aus. Mein Gott, ich habe halt meine isometrischen Übungen gemacht, wie immer. Du hast aber nie so anstrengend ausgeschaut. Du wolltest mich was fragen. Ach ja. Du bist so gut aufgelegt in letzter Zeit. Ah ja? Ja, ja. War der Liguste wieder da? Wieso wieder? Kommt er öfters vorbei, nicht? Woher weißt du das? Ja, das war mal nur so. Na, also um ehrlich zu sein, die alte Löfflerin hat gesehen, wie er dich besucht hat. Ja, das kann ich mir denken, dass die aufpasst wie ein Haftelmacher. Und? Nix und. Ist er der Grund, dass du so gut aufgelegt bist? Kommst du auf das? Was, ein Apfel? Da oben drin. Ist eigentlich überall, wo er hinkommt, bewirkt er offensichtlich Wunder. Der ist schon eigenartig, der Liguste. Ich weiß nicht. Sag nichts Schlechtes über ihn. Ja, tue ich ja nicht. Ich habe auch gar keinen Grund dazu. Macht das der Steuerbude vom Papa? Ein Weltunternehmer? Weiß offenbar, wie man den Mehltau bekämpft? Wickelt die Haberge ein? Und bringt sogar die Mama zur Verzückung. Die Mama? Wieso? Na, bitte tu nicht so, als hätte sie nicht bemerkt, dass die Mama. Naja, dass die Mama ihn sehr sympathisch findet, das sieht doch ein Blinder. Und bei anderen heilt der Magengeschwüre. Das ist doch alles wundervoll. Ja, schon, aber, weißt, halt mich nicht für komisch, aber ich finde es ein bisschen sonderbar auch. Es ist einfach nicht normal, dass ein einziger Mensch so viel verursacht. Das ist ein bisschen unheimlich. Paranormal gewissermaßen. Wie meinst du das? Na ja, schau, da geht er um, taucht da auf, taucht dort auf. Herein. Da bist du. Servus, Viola. Servus, wie geht's? Danke, gut. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich da bin. Ich stelle ein Wasser für den Tee auf, ja? Gute Idee. Soll ich dir auch was machen? Nein, danke, im Moment nicht. Danke. Wie du willst. Wenn du doch was brauchst, dann klopfst halt, ja? Mach ich. Also, Papa, da will. Servus. Was machst du jetzt gerade? Nix. Nix? Du? Gibt's nicht.
Schreib ein bisschen. Mhm. Wird's gut? Ah, das kann man ihm erst nachher sagen. Um was geht's denn? Hm. Weißt du, es ist so eine Art, ich weiß nicht, so ein Prosa-Gedicht oder sowas ähnliches. Mhm. Thema? Hm. Titel ist Die Unsicherheit aller die Menschen betreffenden Verhältnisse. Klingt ein bisschen manieristisch, hm? Ja, soll's auch. Weißt du, Manierismus, das ist ein sehr guter Stil, wenn man was Ungewisses, wenn man das Unsichere an sich ausdrücken will, weißt? Mhm. Pass auf. Ungewissheit ist alles, wovon du mit Gewissheit zu erzählen vermagst. Der Wind, der dich kühlt, kann dich auch töten. Und Schrecken steckt in der Freude. So fängt's an. Klingt gut. Findest? Mhm. Ruhig liegst du im Bett und weißt nicht, wer nebenan eben über dich spricht. Gelassen gehst du den Gang und ahnst nicht, wer dich von Weitem verfolgt. Kommt der Liguster halt? Ich weiß es nicht. Ach so. Das weiß man nie bei ihm, bei dem. Das ist immer ungewiss bei ihm. Bei dem? Ja. Direkt wie in deinem Gedicht. Naja, ich sag dir, das ist ein bisschen unheimlich, der Liguste. Er kommt, er geht wie der Wind. Na, eigentlich ist er mehr Auftaucher. Was denn? Guten Abend, Verehrter. Was Sie sind's. Das ist mir ganz schön erschreckt. Es tut mir leid. Schrecklich leid. Na, so schlimm ist wieder auch nicht. Was gibt's? Nix. Wollte nur vorbeischauen, ob ich jetzt vielleicht Ihnen was helfen kann. Von unten das Licht da gesehen, noch gerade meinen Abendlauf. Ich hab glaubt, Sie sind in der Steiermark. Vor einer Stunde zurückgekommen. Und da laufen sie schon wieder. Ob das gesund ist? Gut gegen die Nervosität, die man so nach einer anstrengenden Arbeit aufgebaut hat. Wenn sie nervös sind, dann sollten sie den Tee trinken, den wir die Herr Berger vorhin. Der ist ja auch von Ihnen. Ja, aus dem Waldviertel, wo manche Leute noch um die Geheimnisse der Natur Bescheid wissen. Von einem Bauern, der weiß, bei welchen Mondphasen man gewisse Wurzeln aus der Erde ziehen muss. Übrigens interessant. Die Indianer auf dem bolivianischen Hochplateau machen gewisse Medizine nach dem gleichen Rezept. Okay. Was sind's auch schon gewesen? Ja. Nein. Ja. Na, wenn ich Ihnen nicht weiter dienlich sein kann, empfehle ich mich bis morgen. Nicht weiter dienlich sein kann? Ich möchte wissen, warum Sie mir so gespreizt. Er ist schon weg. Wieso bin ich eigentlich noch da? Unter den Wipfeln, im Dunkeln, da regt sich's, da knistert's und knackt's und da wispert's und packt sich. Das finde ich jetzt nicht so gut. Warum? Das klingt plötzlich wie ein Märchen. Direkt peinlich. Wie du gerade immer den wunden Punkt erwischen musst. Entschuldige. Warum? Ja, hast recht, es klingt wirklich ein bisschen wie ein Märchen. Die Viola klopft. Ja. Kommst du nachher noch einmal rüber? Wenn du willst. Ich möchte noch was von dem Gedicht hören. Gut, vorm Schlafen gehen. Fein. Manchmal kommt mir die Wohnung direkt verlassen vor. Seit die Kinder da unten wohnen und der Schorsch. Peter? Hier bin ich. Ach so. Du, Peter. Da bin ich. Was treibst denn da? Ich treibe Gymnastik. Warum? Warum nicht? Und
weil du noch nie Gymnastik getrieben hast, solange wir verheiratet sind. Na, ein Grund mehr, endlich ein bisschen Gymnastik zu treiben. Da versulzt der ganz, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt. Oder im Zug. Ja, da ist was Wahres dran. Aber bitte, warum gerade im Schlafzimmer? Warum nicht? Du, ich wollte mit dir was bereden. Dann bered? Ja, aber kannst du nicht dabei mitturnen? Was? Nur nicht faul sein. Nein. Nein, nein, jetzt red ich. Lass mich einmal reden. Also bitte tu dir keinen Zwang an und red aber ein bisschen leiser. Und unterbrich mich jetzt bitte auch nicht mit deiner Überlegenheit. Sie ist großartig, deine Überlegenheit, super. Du bist souverän. Das ist das richtige Wort. Manchmal kann man nur Fremdwort verwenden. Souverän, aphroditisch, geradezu mythisch. Und du hast aus... Komisch, manchmal kann man wieder nur ganz altmodische Ausdrücke verwenden. Also dann sag's halt altmodisch. Ja, oder kannst du mir sagen, wie man, du hast mich zu einem Mann gemacht, nicht altmodisch ausdrückt? Ich habe deinen individuellen Reifeprozess beschleunigt. Ich bin doch kein Hühnerei oder Kirscherl am Bahn. Also gut, dann bleiben wir altmodisch. Du hast dir gar keine Ahnung, was du alles bei mir bewirkt hast. Du hast einfach was gemacht aus mir. Na, nicht wirklich, aber du hast mir einen Ausgangspunkt gezeigt. Okay. Ja, und ich weiß jetzt, oder ich glaube jetzt zu wissen, was ich will. Fein. Und was willst du? Jungs, mir fällt ein, ich hab dich noch gar nicht gefragt, wo ist denn ich den Kimono her? Das war ein Geburtstagsgeschenk für den Joachim. Joachim? Wer heißt denn so? Mein Geschiedener. Ah ja, vergessen, dass du schon mal verheiratet warst. Stört's dich? Oder wundert's dich? Na, mich wundert höchstens, wie diese Trottel weggeht und den Kimono da lässt. Er war kein Trottel, der Joachim. Sondern ein Schatz von einem Menschen. Das tut mir heute noch leid, dass ich ihn nicht ausgehalten habe, den Joachim. Und denk bitte nach, bevor du redest. Ich bin nämlich sehr für Spontaneität, aber nicht für schlechtes Benehmen. Entschuldige. Ich nehme den Trottel zurück. Angenommen. Gib mir bitte den Kamm her. Und vielleicht sagst du mir endlich, was du mir sagen willst. Du redest nämlich schon seit einer halben Stunde Vorreden und Einleitungen. Das war mal so eine Härte. So eine Härte. Komplimente kannst du mir später machen, also sag schon endlich. Es ist nicht so einfach, das so einfach zu sagen. Dann sag's das nächste Mal. Nein, ich muss es dir jetzt sagen. Du hast gesagt, du hättest ihn nicht mehr ausgehalten. Warum hast du ihn nicht mehr ausgehalten? Ich weiß nicht. Ich will dir auch nicht... Es geht dich auch gar nichts an. Das finde ich aber schon, dass mir was angeht. Immerhin trage ich jetzt den Kimono. Und du glaubst, das gibt dir irgendwelche Rechte? Denk schon. Und zieh ihn bitte sofort aus. Und ein für alle Mal, frag mich nicht, was ich nicht gefragt werden will. Ich werde mich ab sofort größtmöglicher Diskretion und zartester Dezenz befleißigen, Marschallin. Und lass solche Frechheiten. Und sag mir endlich, was du auf dem Herzen hast. Das will ich ja. Du bringst mich immer so aus der Fassung. Ich verstehe. Hast du nicht gemerkt, wie sich der Bub gewandelt hat? Gewandelt hat er sich, der Schwarz? Mhm. Wie hat er sich gewandelt? Na ja, er ist so nett in letzter Zeit. Gar nicht mehr so ruppig. Na. Na, da hat er sich aber wirklich gewandelt, der Schwarz. Worauf führst du denn dieses Wunder der Natur zurück? Ja, ich nehme an, er hat endlich eine Freundin, der Schorsch. Na, die hat er immer gehabt. Eine nach der anderen. In dem Punkt war eine frühreife Begabung. Von mir hat er das nicht. Nein, ich meine, das ist was Ernstes ist jetzt. Was Dauerhaftes. Na, da kann man nur hoffen, dass es so ein nettes, liebes, sauberes Mädel ist. Ja, sowas wie die Viola.
Wenn man den Tee kurz ziehen lässt, regt er an. Wenn man ihn lang ziehen lässt, wird er beruhigend. Komisch, was? Direkter Gleichnis, ich weiß noch nicht für was. Ich habe ihn lang ziehen lassen heute. Ich fühle mich so gut mit dir. Ich auch. Du, diese Woche habe ich 10 Nachhilfestunden. Was sagst du? Super. Diesen Monat kommen wir glatt mit unserem Geld aus. Toll. Weißt du, seitdem ich die Matura hinter mir habe, fühle ich mich wie ein Luftballon. Mein Gott, habe ich die Schule gehasst. Schön haben wir es, meinst du nicht? Nur im Sommer, wenn alle in den Ferien sind, da fallen die Stunden aus. Dann bin ich schon beim Bundesheer. 40 Schilling pro Tag immerhin. Warst du bei deinen Eltern? Nein. Solltest du vielleicht auch einmal hinschauen, ha? Mag nicht. Vielleicht nächste Woche. Warum oder dann? Übernächste. Da redet sich's dann leichter. Wieso? Naja, nächste Woche habe ich doch meinen 18. Geburtstag. Na und? Großjährig! Gott. So alt bist du schon. Ja, ja. Man wird reif. Ob wir dann heiraten sollten? Warum? Warum nicht? Na, ich meine, du brauchst dann keine Erlaubnis mehr von deinen Eltern. Glaubst du, wär's deinen Eltern recht? Ich glaub schon. Oder nicht? Wir haben uns eigentlich noch gar nicht überlegt. Na, was meinst du, soll man? Na, wenigstens die alte Löfflerin, die hat sich nicht mehr so aufregen. Na, die? Okay, die pack ich locker, wenn's nur wegen was der ist. Weißt du, was ist? Na, wer ist denn da so gebumpert? Ich hör nix. Heiraten. Na, mach mal zuerst das Bundesheer, dann sehen wir weiter. Uns läuft doch nichts davon. Ich habe an dem neuen Gedicht weitergeschrieben. Darf ich schon sehen? Im Rock ist. Warte, ich hol's her. Räum du dabei das Tablett weg. Mhm. Oder lass mich das machen und hol du das Gedicht. In der linken Rocktasche ist. Den Tee lasse ich da. Gedichte und Tee vertragen sich nämlich ausgezeichnet. Weißt du, schon die alten Römer? Jetzt habe ich's pumpern gehört. Soll ich vielleicht zu Claudia rüberschauen? Okay, ich weiß nicht, ich war ja eh gerade drüben. Also, wie du das fertig bringst, etwas nicht zu finden? Direkt greisenhaft ist das. Sag mal, willst du deinen ersten Ehekrach mit mir haben? Ich bin ja Gott sei Dank nicht verheiratet mit dir. Dort ist sie in der linken Rocktasche. Ich verlasse mich so lange suchen. Ich hab's dir eh gesagt vorhin, aber es ist so schön, dir dabei zuzuschauen. Pumpert schon wieder. Sollten wir vielleicht doch rüberschauen? Nein. Die Claudia mag's nicht, wenn man sich so sorgt um sie. Also, das Wetter ist draußen. Ich glaube, es wird bald regnen. Also, der Titel heißt Die Unsicherheit aller die Menschen betreffenden Verhältnisse.
Nein, es klingt ein bisschen zu manieristisch vielleicht. Hä? Nein, es klingt gut. Pass auf. Schau, jetzt strecke ich die Hand aus. Schau, jetzt schließe ich die Finger. Weißt du warum? Ich weiß es nicht. Du fragst mich warum. Ich sage, wollte dir zeigen, dies meine Hand, das meine Faust. Aber wer hat's bestimmt, dass ich's will? Und will ich's? Das ist gut. Na, das ist schlecht. Weißt du, der Übergang ist nicht gut. Da muss ich dann einen neuen finden. Aber jetzt wird's besser. Am Anfang der Tage streifte ein noch nicht Vogel, ein noch nicht Blatt von einem noch nicht Baum. Und dies wurde Nahrung fürs noch nicht Tier. Und wäre dies nicht geschehen, wer weiß, stünde ich hier. Lege. Du legst. Läge ich hier neben dir. Läge ich hier neben dir, schon ein Mensch, und ballte die schon eine Hand. Na, das ist wieder schlecht. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es kommt nicht raus, was ich das sagen will. Und zwar, dass so viele Sachen passieren. Da gleich neben uns. Und man hat keine Ahnung davon. Keine Ahnung. Die wildesten Sachen passieren und man weiß nichts davon. Du glaubst immer noch, dass ich so eine Art Rosenkavalier bin. Aber das bin ich nicht. Gut, ich bin jünger als du, aber wir leben doch nicht mehr im vorigen Jahrhundert. Du bist eine emanzipierte Frau. Du hast keine Vorurteile. Sag mal, worauf willst du eigentlich hinaus? Das Studium, das hänge ich auf den Nagel. Was fange ich denn an damit? Es gibt ohnehin viel zu viele Jus-Studenten. Soll ich als Konzipient in einer Kanzlei sitzen? Womöglich Steuerberater werden? Das interessiert mich nicht. Das hat mich nie interessiert und das wird mich nie interessieren. Aha. Und was willst du sonst tun? Ich weiß nicht. Vielleicht gehe ich in die Journalistik. Du hast doch noch nie etwas geschrieben. Oder doch? Aber was, wenn's der Heini kann? Und außerdem genau darum geht's ja. Dass ich mich nicht mehr in vorgeformte Normen pressen lasse. Dass ich ins kalte Wasser springe. Dass ich mich selbst bestimme. Und das hast du mir klar gemacht. Das hast du herausgeholt aus mir. Dich wach geküsst sozusagen. Ja, 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 genau. Sag mal, pflanzt du mich jetzt oder? Nein. Ich hab mir schon gedacht. Klingt das sehr lächerlich alles für dich? Kitschig? Eher ein bisschen rührend. Du liebst mich nicht mehr. Doch, doch, das tue ich. Gut, dann heiraten wir. Was? Wenn's dir nichts ausmacht, dass ich ein bisschen jünger bin. Ein bisschen jünger nennst du das? Mir macht es nichts. Außerdem, du bist eine Göttin. Und Göttinnen dürfen sich alles erlauben. Alles. Außerdem möchte ich diesen Kimono da in allen Ehren tragen. Komm mal her. Bleib ganz ruhig. Jetzt will ich dir nämlich eine Rede halten. Bub. Oh Gott. Der Abend über den Gipfeln täuscht uns. Das ist ein Anklang an Goethe, du verstehst. Mhm, ich verstehe. Gescheites Mädel. Unter den Wipfeln, im Dunkeln, da regt sich's, da knistert's und knackt's und da wispert's. Und packt sich. Ja, ich will da so eine Spur Märchenton reinbringen, weißt? Und ein anderes Leben beginnt. Das Schnüren der Füchse, das lautlose Gleiten der Käuze und das Raspeln des Wurms im alten Geäst. Das mit dem Wurm hast du schon einmal gehabt? Ja, der kommt leitmotivisch immer wieder, weißt? Ach so.
Das Rumpeln hat aufgehört. Also, du sollst nicht immer auf das Pumpern hören, sondern auf meine unsterblichen Rhythmen. Ja, auf die unsterblichen. Ja, aber da geht vielleicht jetzt ein Mond auf. Hell oder ganz, voll launischer Ruhe. Das ist übrigens interessant. Launisch kommt von Luna. Er ist also ein launisches Gestirn, der Mond. Voll launischer Ruhe. Nachts steigt der Schlaf aus dem Wasser herauf, steigt heraus aus dem Brunnen, kommt herein mit dem Wind aus der Ferne der Schlaf. Der Schlaf. Kannst du schlafen? Natürlich kann ich schlafen. Die muss sehr gesund sein, deine Turnerei. Sag ich ja. Weil mir tut nämlich alles weh jetzt. Ja. Das ist gesund. Der Schorsch ist noch nicht da. Wird schon kommen. Schlaf jetzt. Wenn ich kann. Du kannst. Von all dem aber weiß der Schlafende nichts. Nichts von der Katze lautlosem Lauf und von den langen Reisen der Schnecken. Vom schweigsamen Schweben des schwarzen Vogels im Wald. Das gefällt mir. Und nichts weißt du, wie schade, vom geheimen Leben der Zwerge, die es immer noch gibt. Von Elfen und Feen, die immer noch lächeln. Nicht wissend, warum und für wen. Ach ja, so vieles geschieht. Und du weißt's nicht. Und würdest du's wissen, du würdest am Ende nicht glauben, dass es wahr ist. Oder vielleicht höre ich dich sagen, ein Wunder geschah. Aber was sind das schon? Wunder. Sind sie immer noch da? Ja, mir scheint. Das ist müde, gell? Ja, ich muss direkt ein bisschen eingeschlafen sein. Aber sie gehen, naja, so spät, was ist, dann gehen wir halt. Ich glaube, das Licht abdrehen. Hat es einen so schönen Abend draußen. Ja, wirklich? Ja, warm und schön, direkt zum Spazieren gehen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon immer mit einem Abend spazieren gegangen bin. Wo gehst du denn spazieren, Frau Berger? Ah, Straße runter durch den Park. Manchmal esse ich beim Wirt gegenüber was. Er hat einen Garten mit einem Kastanienbaum. Was täten Sie denn heute essen, Frau Berger? Wenn er echt einen Barschel in der hat. Schon seit der Früh nichts mehr gegessen, fällt mir jetzt auf. Sie Armer. Gams. Wird er ein Barschel haben, ihr Wirt? Ja, wir können ja nachschauen, nicht? Gut. Gehen wir heute, Frau Haberger. Ja. Nicht wahr? Tun wir das. Und es ändert sich unsere Welt von Stück zu Stück, vom Tag in die Nacht in den Tag, vom Mond ins Jahr. Ich kenne dich heute, doch wer bist du morgen? Du kanntest mich gestern, kennst du mich heute? Wirst mich schon noch kennenlernen. Aus derselben Höhle, demselben Leib krochen wir damals hervor. Aber was weiß ich von dir? Von meinem Bruder? Was kann ich über ihn sagen? Und das ist alles, was du mir zu sagen hast? Genügt's dir nicht? Doch. Für heute reicht's. Na siehst. Dass ausgerechnet du mir zuredest, dass ich dieses blöde Studium... Die drei Semester wirst du doch noch schaffen und nachher nicht das blöde Gefühl haben, es nicht geschafft zu haben. Du redest schon wie mein lieber Vater.
Warum willst du mich nicht heiraten? Weil ich nicht will zum Kuckuck. Kuckuck, Kuckuck. Hör auf. Außerdem wird es Zeit, dass du heimkommst. Ich bleibe heute Nacht da. Wenn es dir recht ist. Ja, eigentlich ist es mir recht. Wirklich? Doch. Es ist mir recht. Überall aber. Im Gemäuer und Holz, im Keller auf Dächern, überall aber wartet gegenteilig Gefahr. Und du siehst nicht die Ratten im Keller, den Wurm, nein. Und im Holz nicht den Wurm und weißt doch nicht, wer auf geräuschloser Sohle und lautlosem Fuß unter dem Fenster vorbeigeht. Haben Sie das Haus da drüben abgesperrt? Ja, hab ich. Einer muss es ja machen, wenn keine Hausmeisterin im Haus ist. Haben Sie was dagegen? Früher hätten Sie es zusperren sollen. Warum? Damit keine Fremden mehr ins Haus kommen. Man ist ja niemand gekommen. Doch. Der Schmalbickte mit den Brillen. Der Herr? Der allerweil zum Freund Claudia kommt. Gerade vorhin ist er in den Hof eingewischt. Also tu uns nicht immer nachspionieren. Ich habe ihn doch nur per Zufall gesehen. Gerade wie mein Hund um die Ecken gekommen bin. Ach, vergeben schon Fried. Jetzt sind wir nasse Hand. Da kommt von der Frau schon Bild. Grauselig. Aber das finden Sie in Ordnung? Oh mein. Überhaupt, was machen die, wo es doch gelähmt ist? Das geht doch Sie an Schmarrn an! Biskuren, Verschimpelte. Das war aber nicht nett. Nein, nett war's nicht. Spinnt die Spinne ihr Netz, graben die Mäuse den Bau, geht die Schlange auf Jagd. Das Leben spielt heimlich sich ab. In der Dämmerung. Gefällt's dir? Ich verstehe. Du pumpert schon wieder. Jetzt war's deutlich. Ja, es geht. Ja, noch einmal. Ja, bitte! Es geht nicht gut, aber es geht wirklich. Ja, das wird noch viel besser gehen, ich verspreche dir. Heini! Ja, servus, Heini. Du könntest ruhig anklopfen, bevor du reinkommst. Ja, ich glaube, also jetzt macht der Lahme gehend auch noch. Wo das noch hinführen wird? Ja, das weiß ich nicht. Die Zukunft kennt ja keiner. Das wäre ja auch noch schöner.